Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute mal die Demo von High-Rise City, einem City-Builder aus deutschen Landen vom Studio 4XO oder 4XO Entertainment. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Entschuldigung. Dieses Spiel ist letztes Jahr schon erschienen, ist eine Mischung zwischen einem City-Builder, also da ist das Vorbild ganz offensichtlich Cities Skylines, und Anno, also eine Mischung zwischen einem City-Builder und Anno, weil dieses ganze Ressourcenmanagement wohl eine recht große Rolle spielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss gestehen, es ist auch völlig an mir vorbeigegangen, obwohl ich sowohl City Skylines liebe, als auch Anno liebe. Deswegen ist es ein bisschen erstaunlich, dass ich davon noch gar nichts gehört habe. Ist auf jeden Fall, oder gibt es auf jeden Fall in Steam, ist gerade im Steam Spring Sale und die Demo gibt es sowieso gratis. Und genau da schauen wir jetzt mal eben rein. Ich drücke neues Spiel. Ich war noch nicht drin. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Habe aber schon Videos gesehen. Und da fiel es mir schwer, den Unterschied zwischen dem Spiel einerseits und City Skylines andererseits zu erkennen. Also von daher scheint es da sehr ähnlich zu sein. So, jetzt ist schon die erste Frage. Wenn ich jetzt sage New York, klicke ich mal an. Das ist das Einzige, was hier unten gehighlightet ist. Aber ich darf eine neue Stadt bauen. Ja, ich muss nicht null Einwohner, alles klar. So, hier steht, dass New York eine Weltstadt ist. Okay, also das ist quasi jetzt die Kartenauswahl. Neue Stadt an diesem Ort gründen. Name der Stadt. Neu-Amsterdam. Wie kann man rennen? Bangalore, Bangkok, Fortaleza, Dhaka. Ja, weiß ich auch nicht. Haben wir da einen Namen, den wir bevorzugen würden? Wir nennen die jetzt einfach mal ganz fantasielos Demo City. Und Name des Bürgermeisters ist natürlich 80. Muss er nur auch schreiben können. So. Wie gesagt, ist ja ein Demo. Ich weiß auch nicht, ob man eine Demo-Stadt übernehmen könnte in das Hauptspiel, so sagen wir mal. So leicht, mittel, individuell, wir machen es easy, wir machen erstmal leicht. Also mittel meine ich. Oder so. Mittel meine ich natürlich, nicht leicht. So, was ich schon gesehen habe in einem Video, ist, dass man diese Stadt nicht am Anfang irgendwie an einer Autobahn... Willkommen. Mein Name ist Ronny, leitender Ingenieur und offizieller Sprecher des Projekts High-Rise City. Unsere Analyse der weltweit gesammelten Daten hat ergeben, dass Sie die beste Besetzung für die neue Position des Projektleiters sind. Ihre enormen Erfahrungen in strategischen Bereichen sind einzigartig. Viele verschiedene Projekte mit den Schwerpunkten Planung, Simulation und Wirtschaft stehen in Ihrem Portfolio. Es steht viel auf dem Spiel. Unsere ersten Versuche waren schwierig, also nutzen Sie Ihre Chance. Doch bevor Sie sich ins Vergnügen stürzen, absolvieren Sie zuerst unser Einführungstraining zu den Besonderheiten in High-Rise City. Okay, so, also jetzt, ich bin gnadenlos überrascht, dass es hier anscheinend eine Geschichte gibt. Ne? Man kann jetzt unten sagen, fortsetzen oder Geschichte deaktivieren. Es gibt eine Sprachausgabe, die sogar gut ist. Also ne, ich meine, gut, es ist ein deutsches Studio, aber das heißt noch lange nicht, dass die deutsche Sprachausgabe auch gut ist, aber die ist gut. Deutsches Studio, deutscher Bürgermeister hier, ne, mit Datensammlung und sowas. Ist das auch alles DSGVO-konform? So, egal, wir drücken fortsetzen. Ja, echt jetzt? Ja, wir können Fenster verschieben, wissen wir. Kamera bewegen, WASD, wissen wir, alles klar. Kamera drehen, ja, wissen wir. Zoomen, wissen wir. Kontostand, ja, verstanden. So, Anzahl der Einwohner, verstanden. Ressourcen, aha, interessant. Werkzeuge gibt es da, Beretta gibt es da und Dämmmaterial. Ja, ist okay. Baumenü, das kriegen wir auch hin. Straßen und Wohnhäuser. Ja, guckt euch mal das Video an. Da könnt ihr auf den ersten Blick nicht erkennen, ob das City Skylines ist oder High-Rise City, ne? Würde ich mal so behaupten. Was ja nicht schlecht ist, ne? City Skylines war ja nicht umsonst so erfolgreich. So. Achso, sorry, abbrechen. Ja, komm, wisst ihr was, das machen wir jetzt. Wir brechen das Tutorial ab. Ich glaube, das ist... Oh. In einer nicht allzu fernen Zukunft. Ein Großteil der Menschheit lebt in Städten und die Infrastruktur kann die ständig wachsende Anzahl von Menschen kaum noch bewältigen. Die Straßen sind verstopft, es gibt nicht genug Wohnraum und die Grundversorgung ist gefährdet. Zu dieser Zeit wurde das Forschungsprojekt High-Rise City HRC ins Leben gerufen, das sich zum Ziel gesetzt hat, so schnell wie möglich neue Städte zu bauen
um der Überbevölkerung entgegenzuwirken. Das Projekt wurde von einem internationalen Team von Ingenieuren, Architekten, Politikern, Philosophen, Landwirten und Stadtplanern geleitet. Die Idee besteht darin, eine Stadt zu bauen, die innerhalb weniger Jahre komplett funktionsfähig und möglichst unabhängig sein soll. Die Stadt sollte modernste Technologien nutzen und nachhaltig sein. Planung und Entwicklung der Stadt sollte dabei so schnell wie möglich erfolgen, um den Bedarf an neuen Wohn- und Arbeitsstätten rechtzeitig zu decken. Das sind hochgesetzte, aber durchaus lohnenswerte Ziele. Okay, so, jetzt haben wir das Tutorial übersprungen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also auch rein optisch, ne, mit dieser gestrichelten Linie hier als Grenze, wo man anscheinend bauen kann. Das ist genau wie in City Skylines, glaube ich. Also, wenn mir ein Screenshot zeigen würde, hätte ich Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. Was mir jetzt auf Anhieb nicht so gut gefällt, ist, dass ich nicht weiter rauszoomen kann. Jedenfalls nicht in dieser Ansicht, aber gut. Also, wir bauen. Und zwar bauen wir natürlich erstmal eine Straße. Was können wir hier bauen? Einen Hafen, eine Spedition oder eine Straße. Beide Straßen. Können wir eine Einbahnstraße bauen? Okay. Nein, wollen wir aber nicht. Oder eine zweispurige Straße, eine vierspurige Straße oder eine sechsspurige Straße. Wir wollen natürlich eine zweispurige Straße bauen. Jetzt, ich bin etwas irritiert. Wo geht's denn eigentlich? Ach, das ist eine Insel hier insgesamt. Nee, da hinten ist... Ach, das ist, glaube ich... Ist das Manhattan hier? Ich kenne mich nicht so gut in New York aus, aber ich glaube, das ist diese Manhattan-Halbinsel. Wäre dann das die Insel, wo die Freiheitsstatue draufsteht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir fangen auf jeden Fall hier unten an einfach. Machen einfach... Oh, man kann doch recht weit rauszoomen, ne? Wenn das hier eine Straße ist. Straße platzieren. Ja, achso, okay, alles klar. Ich habe geklickt und es passierte irgendwie gefühlt nichts. Das hat mich etwas verwirrt. Zack. So, hat uns 3.300 Euro entdeckt. Das konnte ich übrigens festlegen in den Optionen, welche Währung mit welcher Währung ich spielen möchte. Was ich auch feststellen konnte, war ein Zoom-Effekt für das User-Interface. Also, falls ihr euch wundert, wie grobschlächtig das hier vielleicht auf der linken Seite wirkt, das ist Absicht, das habe ich extra so eingestellt, damit ihr und ich das besser erkennen könnt. Hauptsächlich, damit ich es besser erkennen könnte, bin ich mal ehrlich, ich bin über 40, ja. So, wir brauchen Facharbeiter. Angestellten, Facharbeiter, Bürokomplex. Ja, machen wir einfach jetzt hier, so wie wir das auch machen würden bei jedem anderen Spiel. Zack. So. Ja, okay, da haben wir schon jetzt wesentlich weniger Bretter und Baumaterial. Werkzeuge geht noch. Zeichnen, Pipette, Zeichentyps. Oh, da kommen die ersten. Jetzt zoomen wir mal eben ganz nah ran und gucken uns das mal an, was hier passiert. Ja, ich hatte, jetzt wo wir gerade mal hier zugucken, wie das gebaut wird, ich hatte mich auch wie Bolle gefreut auf City Skylines 2. War für mich eigentlich ein absoluter Pflichtkauf. Also habe ich mich wirklich fast am meisten letztes Jahr drauf gefreut. Ja, und dann kam es raus und dann hatte es so teilweise so schlechte Bewertungen und alles, weil es eben so performancemäßig nicht so gut war, weil die Features nicht so drin waren, weil man den Gebäuden nicht beim Bau zugucken konnte und so. Und das hat mich tatsächlich bis heute davon abgehalten, es zu kaufen, obwohl ich den Vorgänger hoch und runter gespielt habe. Ja, deswegen probieren wir das jetzt mal aus einfach. Hier sind auch Leute tatsächlich. Kann man die anklicken? Oh, die sind unzufrieden. Ei, der Witzka. Die haben nämlich kein Wassernetz und kein Strom. Okay, das sind ja lösbare Probleme, würde ich sagen. Wasser, hier ist Strom irgendwie was. Energie. Da machen wir ein schönes Windkraftwerk. Und das bauen wir. Ist das egal, wo wir es hinbauen? Hat das irgendwo, sehe ich irgendwo, wie effizient das ist? Ich meine, das ist alles flach hier, es gibt keine Berge. Dann bauen wir das einfach mal. Ja. Eigentlich bin ich es ja immer ganz gut, wenn es weiter weg ist, so von allem. Wegen Lärm und so. Aber wenn der gelbe Kreis da die Beeinträchtigung darstellt, dann machen wir es erstmal hier vorne hin. Zack. Muss ich jetzt Strom, ein Umspannwerk. Also das Umspannwerk verteilt den Strom in einem kleinen Gebiet. Kraftwerke müssen in Radius eines Umspannwerkes sein, um die Energie ins Netz zu speisen.
Dazu gehörte wohl auch ein kleines Windkraftwerk, ne? Mittelgroßes Umspannwerk und Hochspannungsmasten. Muss man die über Land verlegen? Das ist einer der wenigen Dinge, die mich an City Skylines immer gestört haben. Egal, dann machen wir mal so ein Umspannwerk. Ah ja. Ja, machen wir einfach hier hin. Ich bin sicher, das ist alles irgendwie gar nicht so clever, aber was ich hier mache. Oh, ach, guck mal da. Moment, mal, einmal kurz. Oh, solange ein Gebäude sich im Einflussbereich eines Umspannwerks befindet, kann es Strom von der Stadt beziehen. Ach. Oder an die Stadt liefern. Das bedeutet, Moment, das gucken wir nochmal. Wenn wir draufklicken, können wir dann erkennen. Ach, das ist... also bräuchte ich doch nicht. Kann ich das verschieben, das Gebäude? Das sieht mir ja so aus, als bräuchte ich... Facharbeiter sind so zufrieden. Ja, alles zu seiner Zeit. Wir machen das ganz gemütlich. Wir lassen uns nicht hetzen hier. Bis auf die Tatsache, dass wir das übersprungen haben, das Tutorial. Die Frage ist, kann man das... vielleicht verschieben das Gebäude. Oh, so vielleicht? Nein, das ist die Kamera. Ja, das hat man davon, wenn man... oder anders gefragt. Kann man eventuell klicke, um das Gebäude zu verbessern. Da kann man nichts machen. Kann man eventuell die auch aneinander, ich sag mal, dass sie sich verlängern, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt sage... Das geht vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Wir probieren es mal aus. Ich stelle es mal... Ja, das ist jetzt auch blöd, ne? Aber ich stelle es mal hier so hin, hier. Dann wären die da unten in Reichweite. Nach meinem... Es ist vielleicht ein bisschen zu weit weg jetzt gewesen. Umspannwerke verbinden. Brauchst du mehrere Umspannwerke, dann verbinde diese mit Hochspannungsleitungen. Ach so. Ja, eigentlich brauche ich die nicht. Das war alles blöd. Moment, wir machen das nochmal ganz neu. Kriegt man Geld zurück, wenn man die Sachen schrottet? Nein, egal. So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Also, wenn das Spiel auch nur ein Tutorial hätte. Nein, Spaß. So, wir machen jetzt mal... Also, in der Beschreibung stand ja gerade drin, Gebäude in dem Radius liefern oder nehmen ab. Das heißt, wenn wir das hier hinstellen, dann ist ja unten links das Windrad in Reichweite und rechts sind die ganzen Gebäude in Reichweite. So. Danke, Ronny. Du bist wirklich der Beste. So, das würde für mich jetzt bedeuten, die hätten Strom. Ist aber nicht so. Doch, ist doch so. Also muss man doch nicht die Stromleitung bauen. Das ist ja richtig gut. So, ist das beim Wasser so ähnlich? Kann ich mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Wir brauchen vermutlich einen Wasserturm. Einen kleinen oder großen. Wir nehmen natürlich einen kleinen. Versorgt das Wassernetzwerk der Stadt mit 6000 Litern, ich nehme an Litern, Wasser. Ja, der hat keinen Radius. Wir packen den auch irgendwie erstmal hier so an die hochpreisige Küstenregion. Ist natürlich eigentlich blöd, ne? Aber es ist ja alles Küste mehr oder weniger. Also ich packe es jetzt einfach mal daneben. Das macht jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, aber... So, Wasserrohre, okay. Ach so, das ist wahrscheinlich dann wie, hier kann man starten. Wir gehen einmal hier rüber. Facharbeiter sind unzufrieden, ja, ist mir schon klar. Zack. So, fertig. Rechtsklick. Nein. Escape. So, die haben alle Wasser. Hier ist irgendwie keine Müllabfuhr in Reichweite, meine Güte. So, hier. Oh. Hier. Das ist fertig gebaut. Da sieht man sogar Autos. Kleiner Wasserturm Friese. Mhm. Aber die sind nicht zufrieden. Die haben kein Wasser. Warum haben die kein Wasser? Aha, das dauert einfach eine Weile. Zack, siehste, ist doch alles super. Alles ist super, alles ist wunderbar. So, Müllabfuhr fehlte. Das ist das hier, Müll. Der sieht so ein bisschen aus, dieser Sack. Sieht so ein bisschen aus wie das Gesicht von diesem Hut aus Harry Potter. Der bestimmt, in welche Häuser die da kommen. Ich weiß nicht, wie der Hut heißt, aber... ja, finde ich schon. Das ist eine Entsorgungszone. Kann ich nicht bauen. Müllabfuhr kann ich auch nicht bauen. Okay, dann ist das halt so. So, Facharbeiterzone gibt es. Es gibt die Angestelltenzone. Aber die kann ich alle noch nicht bauen. Baumaterialien, Bretter, kleiner, ein Sägewerk, ein kleiner Holzfällerbetrieb, ein mittelgroßer. Also ich nehme an, ich brauche einen Holzfällerbetrieb und daneben ein Sägewerk. Das ist ja wirklich genau wie in Anno, ne? Du baust am Anfang direkt irgendwas, um... Bäume zu fällen.
Ach, da kann man auch sehen, wie effizient das wäre jetzt. Dann machen wir schön hier hin. Weil das 100% sind. Und schön nah, da wird auch was abgebaut, was gar nicht mir gehört. So ist jedenfalls meine Vermutung. Ja, ich weiß auch nicht. Mache ich einfach hier hin, ne? Zack. Wobei, war gar nicht so clever, weil das Umspannen. Naja, gut, muss ich mal überlegen. Brauchen wir wahrscheinlich einfach noch ein Umspannwerk. So ein. Ich gehe mal davon aus, zumindest, dass so ein Betrieb auch. Kann man das drehen? Rechtsklick? Oh, nein, Rechtsklick war es nicht. Macht irgendwie Sinn. Mausrädchen auch nicht. Control, Alt, nein. T wie Turn, R wie Rotieren. Ich habe R gedrückt. Das. Oh, da ist ein Schiff. War alles nicht das, was ich wollte. Ach, da steht auch links. Bin ich blöd. Hier nach links drehen, nach rechts drehen. Alles klar. Wir machen. Oh, kann man das? Das kann man stufenlos drehen. Das ist ja mal. Okay. Cool. Rasterfang. B. Rasterfang. Okay. Wenn ich jetzt so mache und dann sage B, dann passiert nichts. Ich wollte das so daneben machen. Aber ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das automatisch sich so ein bisschen daran ausrichtet. Das passiert aber anscheinend nicht so wirklich. Dann machen wir das anders. Wir bauen da erst eine Straße hin. So. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das. Was bedeuten diese blauen Punkte? Das sind anscheinend Andockpunkte. Straße außerhalb, achso, des Stadtgebiets. Reicht das denn, wenn ich das jetzt, ich sag mal, als Beispiel hier so rüberführe? So und dann so. Ja, ist nicht ganz gerade, aber ist egal. Ist das jetzt angeschlossen? Der heißt Köhn, der Holzfällerbetrieb. Nee, Zugang zur Straße fehlt. Also merke, besser erst Straße bauen. Aber wenn ich jetzt so mache, dann hat sich das erledigt. So, es braucht eine Spedition, es braucht keine Arbeiter. Es hat aber auch keine Müllabfuhr. Also bauen wir jetzt erstmal Landschaftstools, Terraforming, Dekoration platzieren. Ach nein, du kannst hier Baustellen, Hütchen bauen. Okay, Parkplätze wegnehmen durch Dekoration. Weiß ich nicht so genau. So, Bretter, wir wollen jetzt hier das Sägewerk auch direkt daneben bauen. Man kann es aber nicht drehen. Also jedenfalls nicht so. Das ist auch ein bisschen zäh, das Drehen. Muss man jetzt. Ah ne, wenn man es öfter drückt, dann geht's. Wenn ich das hier hinbaue, ist der Straßenanschluss dann gebongt? Sieht so aus, ne? So, Bäume werden nachgepflanzt. Man draufklickt, ah, da sieht man auch hier. Die brauchen Holz. Ach, das ist das Sägewerk, das ist gar nicht, wird gar nicht gepflanzt. Und aus Holz machen die Bretter, ist absolut klar. Und es bleibt aber auch Müll. Das heißt, ich muss recht bald. Ach, hier sieht man, wie das Gebäude gebaut wird, Prozentzahl. Und hier sieht man es dann auch in echt. Ah, da kommen Leute angefahren. Ah, das wird auch noch gebaut, das ist auch noch gar nicht fertig. Okay. Okay, gut. Damit ist das aber fertig. Das heißt, die bauen Holz ab. Dann werden die wahrscheinlich auch selber irgendwie Holz wieder nachpflanzen oder so. Nehme ich jetzt mal an. Die machen es zu Brettern. Denen fehlen wahrscheinlich jetzt also Waren, nämlich Holz. Ressourcen fehlen. Waren mit Spedition abholen. Also sie brauchen eine Spedition, obwohl sie direkt nebeneinander stehen. Ist okay, können wir machen. Moment. Das ist nicht, was ist das hier? Nahrung. Oh, okay, Nahrung scheint mir auch vielleicht wichtig zu sein. Eine Spedition. Lokale Spedition. Ja, ist ja wohl lokal. Oh, die hat einen richtig großen Einflussbereich. Den baue ich dann, oder die baue ich dann vielmehr mal so hier hin. Zack. Haben die jetzt schon Strom und so? Keine Müllabfuhr, Ressourcen fehlen, Strom brauchen die gar nicht. Sehe ich zumindest nicht. Also wir sagen jetzt mal vorsichtig, diese Gebäude brauchen keinen Strom. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Aber es scheint mir so zu sein. So, Hanfdämmstofffarm. Okay, und die bauen das direkt. Ach so. Farm platzieren. Polygon. Ich gucke mir das mal eben das Video an da. Ach so.
Man hat quasi, ach, man macht eine Fläche, die quasi Anbaufläche ist und dann setzt man nachher das Gebäude rein, oder? Freie Flächen. Dann markiert man das anscheinend. Ich mache mal Polygon. Jetzt ist natürlich nicht so clever, das alles in der Nähe von dem Holzbetrieb zu machen. Ich mache das links daneben. So, ich möchte jetzt gerne so. Oh, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Nochmal. Ach, freie Form oder gerade. Ich will aber gerade. Gerade ist gut. Ja, jetzt, wie viel braucht man da wohl? Da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, ne? Wir machen mal so. Großzügig. Also jedenfalls, was ich für großzügig halte. Und dann der Betriebsdings machen wir neben die Spedition. Weil das ja wahrscheinlich auch wieder irgendwie zack, Wald gerodet. Und da sehen wir jetzt, wie der Hanf angebaut wird. Kann man damit auch andere Sachen machen? Nur mal so, frag für einen Freund. So, die brauchen auch vermutlich Facharbeiter alles, ne? Das sah gerade irgendwie anders aus. Damit das hier so eine Lücke ist, hatte ich so jetzt nicht gesehen. So. Da kann man die Reichweite einstellen. Ist wahrscheinlich dann, die haben eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen. Je höher die Reichweite, desto dünner sind sie quasi besetzt. Ist wahrscheinlich schlecht. So, denen fehlt immer noch der Wareneingang. Die hier produzieren gerade. Die haben anscheinend, würde ich mal vermuten, 5 auf Lager. Und das ist der Füllstand. Da rechts dieser braune Streifen hier. Okay. Da muss ich wahrscheinlich einfach nur warten. Dann kommt gleich irgendwann die Spedition angefahren und bringt das von da nach da. Naja, gut. So, der Dämmstoff wird hier. Muss der Dämmstoff, was muss denn damit passieren, damit mir der Dämmstoff zur Verfügung steht? Gibt es so eine Art Lager, wo das hin muss? Moment, wir gucken mal von vorne. Landschaftstools. Ne, Deko werden wir nicht brauchen. Straßen, Hafen, Spedition. Ja, städtische oder lokale. So, hier kann man nur Facharbeiter. Hier haben wir Dämmmaterial oder Bretter, haben wir schon gemacht. Industrie. Oh, Nahrung muss man auch noch machen. Versorgung, da gibt es Gesundheit. Einkaufen, Polizei, Feuerwehr, Energie. Das Spiel ist gespeichert. Wasser, Müll. Bei Müll können wir immer noch nichts machen. Und es gibt Spezialgebäude. Eine Verwaltung, ein Lager. Kann man noch nicht bauen. Okay, hätte ich jetzt aber gedacht, dass man das irgendwie braucht. Weil wir haben jetzt nur noch 5 Dämmmaterialien und 5 Bretter. Das erscheint mir jetzt nicht viel zu sein. Oder Tonnen oder was, aber wir gucken mal nach Nahrung. Da kann man Fischer bauen. Man kann eine Gemüsefarm bauen. Kostet 3 Bretter. Der Fischer kostet nur 2 Werkzeuge. Damit fangen wir mal an. So richtig in der Nähe eines Fischers, je nachdem, was das für eine Industrie, aber das scheint mir gar nicht so ein Industriekomplex zu sein. Dann machen wir den. Ja, hier so hin, ne? Küstenstraße. Kann man die auch drehen? Soll ja irgendwie schön auch sein, ne? So ein bisschen. So. Wie viele braucht man denn von denen wohl? Wir machen. Und ist das wohl egal, wenn die direkt nebeneinander sind? Da steht nichts von Effizienz oder so. Wir machen die direkt nebeneinander. So. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Was ist mit den Straßen so dann? Ja, die haben hier so Andockpunkte. So. Waren die jetzt gerade zufriedener geworden gewesen? Sind die zufriedener geworden oder unzufriedener? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So. Fische sind go. Auch da fahren wir mal näher ran. Also ist schon sehr detailliert, ne? Also was guckt euch mal an, was man hier alles sehen kann, ne? Da ist so ein Fischmarkt anscheinend, da verkaufen sie die Fische sofort. Hier stehen Leute am Pier rum, sie winkt irgendjemandem, sie guckt sich hier dieses System hier zum Abladen an. Sowieso extrem detailliert. Hier ist so ein Ding, wo Schiffe abgelassen werden können. Die haben bestimmt auch alle Namen, diese Sachen. Ich kenne sie aber nicht. Hier ist ein Tennisplatz. Nein, Spaß. Das ist irgendwie. Ach, das ist so ein. Da werden die Fische, die wahrscheinlich dann noch lebendig sind, eingedingst. Ja, okay. So, ach so, die brauchen auch eine eigene Spedition. Ja, das macht irgendwie Sinn. Die Frage ist jetzt. Oh, das reicht sogar. Aber ja, gut, da muss eine Verbindung her, ne? Ist ja irgendwie logisch. So, dann versuchen wir jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt
Eine Straße. Soweit keine Überraschung, denke ich. Was ich aber jetzt mal möchte, ist eine krumme, eine freie Form. Okay, gebogen, zeichnen. Verstehe ich nicht. Gerade. Gerade ist klar. Wo ist denn der Unterschied zwischen gerade und gebogen dann? Freie Form. Boah, okay. So, wir machen erstmal irgendwie so. Ist ein bisschen geschwungen. An der Küstenlinie entlang. So. Es soll ja so ein bisschen organisch wirken. Fertig. Und dann weniger organisch, einfach von hier oben, komplett in der geraden Linie, gerade, hier runter. Ist das eine gerade Linie? Ja. So. So, jetzt ist hier ein Ausrufezeichen. Weil... Achso, Ressourcen fehlen. Es ist wieder kein Holz da. Das hier, oh, kann beides gleichzeitig öffnen. Hier sind sechs, aber sechs Hölzer in Anführungszeichen. Kann ich jetzt irgendwie Ware mit Spedition abholen? Könnte ich klicken. Könnte ich klicken. Hier passiert irgendwas gerade. Da sind viele LKWs. Oh, hier fährt auch ein LKW. Nee, ist das ein Müll? Das sieht aus wie eine Müllabfuhr. Aber ich habe doch gar keinen Müll. Nee, hier passieren Dinge. Also der hat jetzt eingesammelt das Holz. Von denen. Und wo fährt der jetzt hin? Zur Spedition. Da gibt das ab. So interpretiere ich jetzt gerade diese Grafik. Jetzt wird wieder irgendwas eingeladen in diesen Fahrten, dieses Fahrzeug. Jetzt fährt er wieder da in die Ecke. Jetzt weiß ich nicht so genau was. Jetzt gibt er Holz ab. An die. Nein. Also, ich fasse zusammen. Das Holz wird nicht von dem Holzfällerbetrieb rübergebracht zum Sägewerk. Nein, nein, vielmehr wird das Holz vom Holzfällerbetrieb zur Spedition gebracht. Und von der Spedition zum Holz, zum Sägewerk. Ich bin relativ sicher, dass es in echt auch so läuft. Naja, gut. Es wirkt ein bisschen sehr merkwürdig. Aber gut, wenn man es weiß, es mangelt an Gemüse. Entschuldigung. Oh, das ist so ein Original-Anspruch, ne? Nur halt nicht mit Gemüse, sondern an Tabakwaren oder sowas. Gemüse, okay, Gemüse machen wir. Gemüse, Nahrung. Jetzt bin ich so sehr beschäftigt mit den Ressourcen, dass ich jetzt gerade so gar keine Ahnung habe, wie das mit den Arbeitern hier aussieht, ne? Naja, gut. Gemüsefarm. Fischer, Gemüsefarm oder Obstplantage. Gemüsefarm. Fläche zu groß. Kollision. Achso, das ist wieder wie gerade. Man kann einfach so ein Viereck bauen und sagen, das ist jetzt meine Gemüsefarm. Oder man baut wieder. Und hier sagt er schon, das ist zwar hier ein geschlossenes Dings, aber die Fläche ist insgesamt zu groß, um eine Gemüsefarm draus zu machen. Finde ich gut, das ist ja cool. So, wir machen jetzt wieder so ein Polygon wie gerade. Wir machen das hier auf der anderen Seite einfach. In etwa genauso groß. So und so. Fläche zu groß. Und ist sie nicht genauso groß wie die andere? Ich glaube... Moment, wir machen das anders. Ich glaube, das ist so ein bisschen fehlerhaft gerade. Ich glaube, der hat mich falsch verstanden, quasi. Was ist denn, wenn ich so mache? Jetzt haben wir diese Fläche hier und jetzt sagen wir, gib mir eine Gemüsefarm. Nee, so nicht. Gemüsefarm. Und wir nehmen jetzt eine freie Fläche und da packen wir jetzt... Jetzt müsste gleich, wenn ich recht habe, ja, genau das passieren. Cool. Das ist irgendwie cool. Da hinten sind auch so Städte eingezeichnet, so schemenhaft, ne? Kann man da rüberfahren? Nein, kann man nicht. Das ist New York 2. Da hinten ist nämlich noch was. New York 3. Und im Süden auch noch irgendwas. Ist New Jersey nicht auch in der Nähe irgendwie? Naja, egal. Ach guck, denen fehlt was. Und zwar kein Zugang zum Stromnetz. Achso, ich habe insgesamt zu wenig Strom wahrscheinlich jetzt, ne? Woran kann ich das sehen? Ach, das ist Bedarf, auch gut, okay. Ich klicke mal hier auf Strom.
und sehe dann, dass ich im Grunde genommen nichts sehe. Kann ich irgendwo dran erkennen, dass ich zu wenig Strom habe? Ob ich zu wenig Strom habe? Kein Zugang heißt ja was anderes als kein Strom. Also, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Was kostet mich der Spaß? Ah, ich glaube, das Geld ist, glaube ich, kein so ein Problem. Wir machen einfach so. Bumm. Mal gucken, ob sich das jetzt bessert. Da passiert was. Kleines Umspannwerk. Warenausgang Strom. Warenausgang Strom, okay. Die sind halt alle nicht in Reichweite, aber das hat die hier nicht gestört. Die scheinen, vielleicht brauchen die keinen Strom. So eine Spedition. Aber die schon. Da steht auch Strom und Wasser. Ja gut, das ist ja eigentlich klar. Wasser brauchen sie sowieso. Die brauchen nichts. Aber die hier, die Gemüsefarm, die braucht Strom und Wasser. Das fühlt sich für mich ein bisschen inkonsequent an. Aber gut, okay, wir machen das einfach. Wir ziehen das hier mal an den Fischern vorbei. Da wird auch Fisch gerade irgendwie durch die Gegend gebracht, da. Keine Ahnung. So, dann wäre Wasser schon mal kein Problem mehr. So, hier wird gerade Fisch, also der Fisch wird natürlich auch in der Spedition gelagert, okay. Naja, gut. So, Wasser wäre dann jetzt hoffentlich geritzt. Aber was mache ich denn jetzt mit Strom? Was mache ich jetzt mit Strom? Ein eigenes Umspannwerk hier? Oder wie funktioniert das dann wohl? Oder baue ich hier so hässliche Strommasten? Können wir ja mal machen. Strom. 4000 Kilowattstunden Stromkapazität. So, verteilt den Strom in einem kleinen Gebiet. Kraftwerke müssen in Radius eines Umspannwerks sein, um die Energie ins Netz zu speisen. In einem kleinen Gebiet verteilt das. Wenn ich jetzt hergehe und sage, hier kommt das hin. Und dann bauen wir, ja, ich verbinde die jetzt. Bauen wir, das muss man tatsächlich da drauf bauen, da ist extra so ein freier Platz dafür. Da, wenn ich jetzt die Maus wegnehme, ist das nicht mehr da. Zack. Okay, cool. Ja, ist mir alles zu nah am Wohngebiet, ne? Aber gut, geht jetzt halt gerade nicht anders. Und dann mache ich so. Und dann ist okay. So, jetzt bekommt dieses Umspannwerk bekommt Strom. Vermutlich von dem anderen. Das dauert vermutlich auch ein bisschen. Und das verteilt es dann wieder in die Umgebung. Zur Gemüsefarm unter anderem, was das Einzige ist, was auch Strom braucht. Aber wenn das so ist, dann dauert das jetzt schon relativ lange. Aber wir können mal Folgendes machen. Wir können mal mehr Einwohnergeschichten und mehr Büros, geht nicht, aber mehr Facharbeiter können wir mal irgendwie bauen. Das, wie kann man denn? Mist. Irgendwie habe ich es. Ressourcen fehlen. Ach so. Ach so, Bretter fehlen. Ja klar. Warum fehlen Bretter? Wieso fehlt Strom? Wieso? Ist das nicht fertig gebaut? Doch, es ist fertig gebaut. Es hat einen Strommast, der ist verbunden hier, verbunden da. Hier stehen zwei von denen, die hier Strom ordentlich abgeben. Ein Gebäude hat keinen Zugang zum Stromnetz. Brauchen die allen Ernstes so eine richtige Anbindung per Stromleitung? Nee. Eine Kollision verhindert das. Also ich glaube schon, dass das richtig ist, wie ich es gemacht habe. Aber hier kommt ja auch nichts an. Umspannwerk ist nicht am Stromnetz angeschlossen. Aber das ist doch gar nicht wahr. Das stimmt doch gar nicht. Das kommt doch hier an. Kann man irgendwo... Informationsfilter. Strömchen. Ja, ist doch alles richtig. Strom 11. Strom 10. Moment, ist das jetzt gerade fertig geworden? Ja. Ah, okay. Es dauert wirklich lange, bis der Strom da angekommen ist.
Stromverbrauch 1700, Stromerzeugung 8000. Da steht doch genau das, was ich brauchte eigentlich. Okay. So, das Problem ist erledigt. Kann es sein, dass ich mehr... Also Bretter dauern mir zu lange irgendwie. Warum ist das so? Weil denen, ich brauche mehr Holzbeschaffer. Mehr Holzfällerbetriebe. Wir hauen den nächsten. Macht das Sinn, den direkt daneben zu hauen? Ich meine, da steht 92%, ne? Das ist jetzt nicht wenig. Machen wir mal. Denn ich könnte es natürlich auch weiter wegbauen. Dann wäre es wahrscheinlich vom Prozentwert her effizienter. Aber dann ist ja auch der Weg zur Spedition wieder länger. Und das kann nicht gewollt sein. Wir machen mal ein bisschen schnellere Geschwindigkeit. Und dann müsste das eigentlich wieder gehen. So, wenn das geht, dann können wir hier mehr Leute bauen. Mir ist nicht ganz klar. Ach, ein Feld kostet ein Holz und ein Dämmmaterial. Ein von diesen kleinen Feldern. Uff, okay. Krass. So. Krass. Und das bezahle ich sofort, oder wie? Ja. Fragezeichen. Ressourcen fehlen. Oh, die sind aber schlimm. Schlimm, Quatsch. Schnell wollte ich sagen. Schnell sind die. Wir machen mal ein bisschen mehr Dampf jetzt hier auf der... Oh, hier Feuerwerk. Und der Ronny meldet sich. Bürokomplex, Bushaltestellen, okay. Können auf bereits existierenden Straßen gebaut werden. Und im Menü für öffentlichen Verkehr zu Routen zusammengefügt werden. Cool. Obstplantage. Lehmgrube. Ziegelei. Woraus bestehen die Häuser denn? Ach, Brettern, okay. Regionale Müllabfuhr, ja, die wird man jetzt wahrscheinlich auch langsam mal bauen müssen, sonst, und dann kommt das Dorf. Ja, Kirche. Ha! Okay. Okay, dann machen wir mal, ich denke mal, so eine Lehmgrube und Ziegelei werden wir wahrscheinlich relativ rasch brauchen. Lassen sich nur auf Lehmvorkommen errichten. Ah, ich nehme an, das ist ein Lehmvorkommen und das ist ein Lehmvorkommen. Also, ich sag mal so, ja, okay. Ja, schon gut. Ich habe es ja gerade anders überlegt. Ich hatte gerade überlegt, in der Realität, wenn das hier Manhattan ist, und hier müsste dann irgendwo der Central Park sein, die haben da, glaube ich, keine Lehmgruben mitten in der Stadt, aber früher vielleicht schon. Und irgendwann hat man die Lehmgrube vielleicht auch leer gemacht. Wer weiß. Und dann... Bumm. Und dann... So, die Ziegelei... Das ist aber jetzt blöd, dass man das, den Lehm jetzt nicht mehr sieht. Bis da ungefähr. Dann machen wir die hier hin. Nein, Quatsch, wir machen erst eine Straße. Ja, danke. Wir machen die so hier runter. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ja. Und dann machen wir die Ziegelei. Ja, macht es denn da nicht Sinn, die Ziegelei? Also in der Vermutung, dass Lehm jetzt erst wieder von der Spedition abgeholt wird und dann von der Spedition zur Ziegelei gebracht wird, scheint es mir sinnvoll zu sein, die Ziegelei direkt in die Spedition zu bauen. Ist das ein nachvollziehbarer Gedanke? Ich glaube schon, ne? Bumm. Oh, guck mal hier, jetzt geht's richtig rund hier mit Holz und dem Material. Gut, ich habe jetzt auch die Geschwindigkeit extrem hochgestellt, also von daher. So, braucht die Lehmgrube irgendwas? Strom oder so? Ja. Strom brauchen die. Umspannwerk ist hier. Sollte nach meinem Verständnis reichen. Dauert vielleicht aber auch wieder Ewigkeiten. Bis der Strom ankommt. Wassernetz, okay, das ist das Problem. Für mich sah das jetzt aus, gut, ist ja auch logisch, für mich sah das aber jetzt tatsächlich aus wie so ein ja, Stromstecker halt, ne? Okay. Nee, ist okay. Da hätte ich es schöner gefunden insgesamt, wenn man mit Straßen direkt Strom und Wasser hätte transportieren können. Also wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Dass unter jeder Straße einfach auch ein Kanalisationsrohr ist. Hat mich bei Skylines schon ein bisschen gestört. So, jetzt
Haben die aber alles. Lehmgrube. Lehmgrube hört sich so altertümlich an. Aber ich vermute, irgendwie muss auch heutzutage der Lehm abgebaut werden. Und das sieht auch nicht altertümlich aus. Also, es ist ja wirklich fantastisch, wie detailliert diese Gebäude sind, ne? Dass man dann hier irgendwelche Rohre sieht. Hier stehen Leute. Eine Dame im Kleid, die sich mit jemandem unterhält, der nicht da ist. Auch geräuschkulissenmäßig. Also, ist wirklich. Die scheinen hier was zu sprengen oder so. Jedenfalls hört sich so an. So, jetzt fahren wir wieder raus. Ein bisschen zu schnell, als ich dachte, aber okay. Ein LKW, ein Trecker. Ich glaube, der Trecker bewegt sich, ja, wenn man genau hinsieht. Ich glaube nicht, dass ihr das sehen könnt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Trecker seine Reifen nicht bewegt. Na gut, ich hatte, glaube ich, auf der Steam-Homepage, meine ich, gelesen zu haben, dass da auch sehr viele Jahre lang eine einzelne Person dran rumprogrammiert hat. Also, wenn man das mal so betrachtet, dann ist es doch schon ganz, ganz vernünftig. So, jetzt wollte ich mal mehr Einwohner bauen. Wir machen jetzt mal, jetzt haben wir ja auch relativ viel. Kann man das nicht irgendwie Zeichentyp zu Drag and Drop ziehen? Nee. Man muss es wirklich so malen irgendwie. Zonenmodus zeichnen, Pipette, Zeichentyp. Wumms. So, dann machen wir alles voll oder auch nicht. Und man die Ressourcen, na, dem Material wird man ja hauptsächlich für Wohngebäude gebrauchen, ne, logischerweise. Naja. So, Müllabfuhr wäre aber jetzt ein Thema, ne? Wir machen mal. Ups. Habe ich jetzt irgendwo hingebaut, wo ich nicht wollte? Nein. Wir machen mal. Wir schauen mal, was man für die Müllabfuhr braucht. Ein Müllkraftwerk? Nein. Entsorgungszone. Entsorgungszonen können Müll einlagern. Sie bauen diesen mit der Zeit ab. Oh, das ist aber. Je mehr Müll eingelagert wird, desto schneller wird er abgebaut. Das ist aber. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass das in der Realität nicht so ist, aber gut. Dann machen wir das hier oben bei der Lehmgrube, da will eh keiner wohnen, würde ich mal vermuten. 6 Müllzonen können nicht gebaut. Die nächste Müllabfuhr ist zu weit entfernt. Man braucht also. Achso, Moment, das ist die regionale Müllabfuhr. Sammelt den Müll ein, den die Bewohner der Stadt verursachen. Die Reichweite der Müllabfuhr kann eingestellt werden, um überflüssige Kosten zu verhindern. Das Abtransportieren von Müll stellt eines der Grundbedürfnisse der Stadtbewohner dar. Ich nehme an, man braucht eine Müllabfuhr und eine Entsorgungszone. Wäre jetzt meine Vermutung. Dann bauen wir mal die Müllabfuhr. Ja, da habe ich keine Ahnung, wie groß das alles sein muss. Ne? Brauche ich mal hier hin. So. Die haben wir jetzt. Städtische Müllabfuhr, kleines Recycling Center. Wir nehmen jetzt die Entsorgungszone. Die bauen wir jetzt einfach mal direkt daneben. Boah, die braucht aber auch richtig viele Bretter. Boah, okay, die lassen wir erstmal. Vielleicht reicht das ja auch. So, die deckt auch tatsächlich komplett alles ab hier. Habe ich gar nicht drauf geachtet, hätte ich vorher darauf achten sollen, aber ist ja mal gut gegangen. So, jetzt ist aus irgendwelchen Gründen das Dämmmaterial aus. Wahrscheinlich einfach, weil wir jetzt einfach viel verbraucht haben. Jo. So, man kann jetzt mit der Pipette. Dinge verbessern. Fahren platzieren. Achso, die kann man. Ach so, Pipette, das ist kopieren quasi. Was ich meinte, war hier. Klicke mit der Pipette auf ein Gebäude, um es zu verbessern. Vielleicht kann man einfach Gebäude, manche Gebäude nicht verbessern. Wie ist das denn mit den Wohngebäuden? Ach, die haben alle hier auch Namen. Okay, Haus Bühner. Den fehlt Obst. Und das können wir ändern. Uah, Kamera. Obst machen wir. Ja, hierhin vielleicht. In der Nähe der Müllabfuhr, das hört sich super an. Was soll daran schlecht sein, frage ich euch. Ach, Einkaufszonen haben wir auch noch gar nicht. Fragen sie aber auch noch nicht nach. Oder ne, Büro wollen sie. Machen wir erstmal Obst. So, wo war Nahrung? Industrie? Wohl eher. Doch, okay. Obstplantage braucht Bretter, Ziegel, die wir aber schon haben, und Werkzeuge. Werkzeuge haben wir, ist eine endliche Ressource, die wir auch noch nicht bauen können. Nur mal so. So, auch hier müssen wir wieder so eine Farm bauen. Ich nehme an, das machen wir genauso wie es. Aber dann machen wir es wieder anders. Wir machen wieder. Dankeschön. Wir machen wieder das so. Und zwar bis hier hin. Und dann hier runter. So.
und sagen dann, das soll bitte eine Obstplantage sein und das machen wir hier vorne hin. Zack, jetzt müsste gleich, schwupps, jawohl. Entschuldigung, dass ich oft Escape drücke, das war, ist nicht gewollt. So, was heißt das wohl, dieses grüne Rad, was jetzt gerade voll geworden ist bei der Spedition? Auslastung der Fahrzeuge, oh, 100% Auslastung der Fahrzeuge. Das heißt, die bräuchten quasi, entweder bräuchte ich noch eine Spedition oder bei dieser Spedition mehr Fahrzeuge, was ich aber nicht einstellen kann. Die Reichweite kann ich einstellen. Oh, jetzt ist aber... Okay, das ist wahrscheinlich... Ja, das schwankt wahrscheinlich einfach zwischendurch so ein bisschen. Dann scheint es ja mal okay zu sein noch. Ich denke, später wird man... Ah, denen fehlt Wasser wahrscheinlich. Später werden wir da mehr brauchen. Jo. So, zack. Machen wir das Nötigste. Nur das Nötigste. So, Strömchen sieht auch noch gut aus, oder? Das war mein Umspannwerk. Ja, ach, habe ich ohne Ende noch. Ohne Ende. So, jetzt kann ich auch Bürokomplexe bauen. Okay. Das machen wir auch einfach mal. Wir machen mal die hier hin. Schwupps. Oh. Mist. Ja. Ressourcen fehlen. Ja. Habe ich die jetzt gebaut oder nicht? Nee. Boah, ich habe gar keine Ressourcen plötzlich mehr. Ich bin verwirrt. Wo sind denn alle Ressourcen weg? Es fehlen 23 Büros. So, die entstehen hier gerade. Ein Gebäude hat folgendes Problem. Es fehlen 23 Büros. Linksklick zum Gebäude. Das verstehe ich nicht. Moment. Büro. Ach, guck. Um zu funktionieren, brauchen die Büros. Also eine Obstplantage an sich braucht Büros zum Funktionieren. Das hatten die nicht und die auch nicht. Okay. Okay. Na gut, dann. Ja gut, haben wir ja gerade, oder sind wir gerade am Bauen. Das hatte ich mir schöner vorgestellt. Irgendwie. Aber wir machen hier mal weiter. Da noch hin und Ressourcen fehlen. Wie viel braucht man denn? Ach so, ein Ziegel auch. Okay. Habe ich die Ziegelbrennerei überhaupt gebaut? Oder hatte ich nur vor? Das habe ich gar nicht gemacht. Wo kamen denn meine Ziegel her? Ah nee, Quatsch, die habe ich da schon gebaut. Und zwar hier hinten rechts, wo die... wo... Genau hier. Die haben aber relativ wenig zu tun. Weil zu wenig Lehm kommt, nehme ich an. Ja. Steht ja auch da. Macht Sinn, ne? Wer lesen kann und so. So, die haben 15 Lehm auf Lager. Die sind aber, sind die vielleicht außerhalb der Reichweite der Spedition? Das ist die Antwort. Die sind außerhalb der Reichweite der Spedition. Dann schwupps, jetzt nicht mehr. Elegant gelöst. So, wir machen ein bisschen Dampf wieder auf dem Kessel, damit hier Dinge passieren. Jetzt fährt... Ich hatte gerade auf dem Ladebildschirm gesehen, dass man irgendwie... Oh, was ist das? Man kann hier sich die Kreuzung angucken. Verkehrsinsel umschalten. Klick. Verstehe ich nicht. Okay. Straßenauslastung kann man sich angucken. Kann aber nichts selber ändern daran. So, ich wollte mir so ein Auto angucken. Kann man das? Ist gerade aus dem PKW ein LKW geworden? Schon irgendwie, ne? Sah so aus jedenfalls. Kann ich mal pausieren mit Leertaste, ja. Aber man kann nicht so ein Auto angucken. Straßenraster auffüllen. Das Straßenraster wird bei Lücken wieder aufgefüllt. Aha. Mhm. Ja, danke. Wir sind jetzt ein Dorf. Man kann Steuern einstellen, Kredite aufnehmen. Bürokomplex Zone 2 machen, ein Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk, größere Windkrafträder, eine Feuerwache, Polizeirevier, eine Kirche, Solarkraftwerk. Das Dorf will ich sehen, was ein eigenes Solarkraftwerk hat. Aber egal. Eine Bank, eine sechsspurige Straße, eine vierspurige Straße. Okay. Oh je, da ist was mit Feuer. Brennt es da oder ist die Gefahr nur sehr hoch? Ich sehe keine Flammen.
Aber die wollen jetzt eine Polizei und eine Feuerwehr plötzlich haben. So mir nichts, dir nichts. Die auch. Ist ja alles schön und gut, aber dafür brauchen wir wahrscheinlich Ziegel. Das heißt, ihr müsst mal Dinge zu der Ziegelei bringen. Das ist bis jetzt noch nicht... Ach, jetzt wollen sie alle plötzlich... ach so, seitdem sie im Dorf sind, wollen sie Ziegel haben, Feuerwehr haben. Das ist schön und gut. Und wenn ich hier mal so reingucke in die Liste, da sehe ich, da wird viel mit Fischerei gemacht. Ich glaube, Fische habe ich zu viele. Kann man die wohl auch irgendwie verkaufen? Oder anders gefragt, wo sehe ich denn eigentlich, wie viel ich von den Waren habe? Informationsfilter, Land kaufen, erreichte Ziele, ÖPNV verwalten, okay. Meilensteinmenü. Ja, okay, das ist mir relativ klar. Neue Gebäude verfügbar. Bau neuer Gebäude. Wenn ich noch einen kleinen Holzfällerbetrieb baue, das ist so eine Art Quest hier, eine Mission, dann verbessert sich die Gebäudestufe. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Brauchen wir jetzt nicht eigentlich, aber wenn sich da irgendwas verbessert. Nee. So, ach, jetzt plötzlich. Da war es doch gerade. Da. Zack. Braucht ihr noch mehr Straße? Oder Wasser oder sonst irgendwas? Feuerwehr ist mir wahrscheinlich schon klar, aber... So, jetzt haben wir die Quest geschafft, oder wie? Ne, ist ja noch nicht gebaut, ne? Ist noch im Aufbau. Das beobachten wir mal. Ja, wir brauchen Feuerwehr, ist mir klar. Wir brauchen aber auch Ziegel. Das passiert aber nicht, wenn ihr hier nicht, Wir haben lange nach geeigneten Standorten für neue Städte gesucht. Dieses Gebiet scheint gut gewählt zu sein, um Millionen von Menschen Platz zu bieten. Hier befinden sich ausreichende Zugänge zu Wasser und genügend umliegende Ressourcen. Dadurch ist ein eigenständiges Wachsen möglich. Da viele Ressourcen im Stadtgebiet zu finden sind, reduzieren sich die Transportwege und verbessern so die Umweltbilanz. In unserem ersten Versuch war der schlechte Standort einer der Gründe des Scheiterns. Dazu kamen die Machtkämpfe der Politiker. Der daraus resultierende Stillstand führte zu einem Wachstumszusammenbruch. Beides scheint gelöst zu sein. Zeit, um ihre Kompetenzen zu erweitern. Sie haben jetzt die Möglichkeit, weitere Stadtgebiete dazuzukaufen. Wählen Sie mit Bedacht das richtige Gebiet aus. Aber ich glaube, da brauche ich mir bei Ihnen keine Sorgen zu machen. Ja, Ronny, dein Vertrauen ist vollkommen korrekt gesetzt hier bei mir. Da brauchst du gar keine... Es brennt mal, dann sieht es schlecht aus für uns alle, aber bis dahin alles gut. So, ich habe jetzt hier die Schnauze voll. Ich klicke jetzt hier Ware mit Spedition abholen. Lager ist voll. Ja, genau. Deswegen solltest du sie auch abholen. So, in Other News, das ist erfüllt hier. Aufgabe abschließen. Jawohl, okay. Das ist ja schön und gut mit dem Holz, aber mit dem Lehm haben wir irgendwie ein Problem, was ich nicht so richtig einzuschätzen weiß. Wir machen erstmal wieder mit Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil wir es können. Lehm kommt einfach im Augenblick nicht. Ist das Lager, meint er mit vollem Lager, dass irgendwie die Spedition hat die? Die hat aber kein Lager. Oder? So. Hier sind auch Sachen dazugekommen. Ressourcen. Ach, guck mal da. Guck mal da. So, Lehm. Kann man draufklicken? Aha. Aber warum wird das nicht abgeholt? Warum wird der Lehm nicht abgeholt? Was ist hier? Hier ist zwar schon ein LKW unterwegs. Kann man den anklicken? Der fährt da hoch, fährt bis hier oben hin. Aha, endlich. Ich brauche einfach mehr Spedition, glaube ich, weil einfach das reicht nicht mehr, diese eine Spedition. Ja, pass auf, das gehen wir an, das Thema. Ikea kann man bauen. Spedition ist hier. Spedition kann man aber keine städtische, man kann nur eine lokale Spedition. Dafür fahren wir schon direkt hier rüber. Und bauen die hier in die Ecke.
So. Das sollte ja dann jetzt. Jetzt war es natürlich blöd, das Ding hier hinzubauen, ne? Ja, okay. Lessons learned, würde ich sagen. Okay, Feuerwehr, bevor wirklich es zum Äußersten kommt. 10 Bretter, 3, das ist okay. Machen wir relativ zentral. Reicht gar nicht. Wir brauchen mehrere Feuerwehren. Oder kann man was Größeres gleich bauen? Ne. Dann machen wir eine hierhin. Für diesen rechten. Ne. Hierhin. Ach, ist auch blöd. Hierhin. So. Und dann bauen wir eine hier unten irgendwo hin. Wir machen mal auch Folgendes. Wir bauen noch hier eine Straße. Oder beziehungsweise die Straße, die da ist, die führen wir. Oh ne, das ist nicht gerade, ne? Ah, so eine Kacke. Aber es müsste doch eigentlich gerade sein. Ich habe das doch immer im Winkel gebaut, zueinander. Aber irgendwie habe ich es wohl irgendwie nicht gemacht. Machen so. So, dann bauen wir eine Feuerwehr hier unten nochmal hin. Feuerwehr. Hier hin, so mittig ungefähr. Bumm. Braucht die Wasser irgendwie sowas? Also wäre irgendwie nicht unlogisch, aber. Okay, dann bauen wir auch Polizei. Auch hier so ein kleines Ding. Brauchen sie auch echt alle? Dann kommt das direkt daneben. Einmal hier hin. Ein neuer Sheriff in der Stadt. Bau eine kleine. Ach, Forschungspunkte? Mhm. Na, wenn das so ist. Ressourcen fehlen. Was braucht man denn? Ach so, Ziegel. Mann. Der Engpunkt. Engpass. So. So. Wir brauchen mehr Residenz. Mehr Residenz brauchen wir. Und wir können Bürokomplex Zone 2 machen. Mehr Bürokapazitäten als kleine Büro nutzen, aber dieselbe Fläche. Kann man die jetzt irgendwie upgraden? Hm. Musst du verbessern. Bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Kann ich das da drüber bauen? Einfach Ressourcen fehlen. Ja, okay. Aufgabebelohnung. Aufgabe abbrechen. Warentransport. Aufgabe. Auftrag. Was ist jetzt los? Stopp. Leertaste. Nein. Mist, das war falsch. Was muss ich jetzt? Auto fahren oder wie? Ich muss Auto fahren. Was? Ich folge dem Fall. Es ist grün. Was soll ich, wenn ich hier reinfahre? Oh, gar nichts. Wie, kann ich einfach hier durchfahren? Hä? Oh, die Demo endet in 7 Minuten. Ich will das, meine Zeit jetzt gar nicht verplimpern mit Autofahren. Hä? Man kann hier einfach, kann man auch durch Gebäude fahren? Oh, 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 oh. Kann man schon, ist aber nicht so gut. Also, naja, gut, also. Ja, also anscheinend kann man hier Aufträge machen. Abbrechen. Nee, komm, abbrechen auch nicht. Uiuiuiui. So. So. Du hast es geschafft. 2 Ziegel wurden ausgeliefert. Ja, cool. Abschließen. Beenden. Okay. Ja, dazu gleich was. Ich habe jetzt nur noch 5 Minuten zum Zocken, dazu muss ich aber was sagen. Erinnert mich gleich mal daran, dass ich dazu was sagen wollte. Zu dem Thema Straßenrennen fahren in der Stadt. Hier, also im Spiel so, ne? Angestelltenzone. Angestelltenzone ist was anderes als Facharbeiterzone. Die Angestellten wohnen hier. Nicht, weil Ressourcen fehlen. Ressourcen ist ein Dauerthema. Vor allem Ziegel ist ein Dauerthema. Jetzt, wie läuft das denn überhaupt wohl ab jetzt? Wer bringt hier die Ziegel wohin? Ich glaube, wahrscheinlich könnte ich noch eine Ziegelei beschäftigen. Aus 3 Lehm werden, steht da irgendwie, Kapazität 1 Tonne von 70 Tonnen. Änderung 7 Tonnen je Monat. Produktion 3. Produktion 3. Also ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit. Ich fühle mich jetzt gerade gestresst wegen dem Timer, der da oben rechts leider läuft. Aber gut, irgendwie müsste die Demo ja auch beschränkt sein.
Ich nehme an, da könnte ich sehen, da hätte ich sehen können, da kann ich wahrscheinlich sehen, wie schnell die produzieren letztendlich. Und daraus könnte man sich wahrscheinlich auch dann ganz schnell gegenrechnen, wie viele Ziegeleien durch die eine Lehmgrube in diesem Fall hier unterstützt werden, sagen wir mal. Ja gut, aber können wir jetzt nicht nichts dran ändern, sagen wir mal. So, haben wir noch auf die Schnelle irgendeine Sache? Wir können zum Beispiel Möbel. Wir können eine Möbelfabrik zu bauen. Okay. Religion. Wir können eine Kirche noch bauen. Können wir sogar. So eine kleine Kapelle, schön hier am Straßenrand. Bums. Das freut die Leute. Insgesamt sind sie aber nicht so zufrieden. Boah. Okay, da kann man einiges erkennen. Service haben sie nicht. Dienstleistungsniveau fehlt. Das ist ja nicht Religion. Das wird auch das nicht sein. Ich weiß, was das sein wird. Die haben immer noch, ich habe immer noch nichts gebaut im Grunde genommen, wo sie irgendwie kaufen können. Da, das fehlt. Ein Supermarkt. Ich kann einen einzelnen Supermarkt setzen. Ja, okay. Kleine Ortschaft. Gucken wir uns eben an. Schule, Schaffarm, Textilfabrik, Möbelfabrik, Recycling Center. Also die. Okay, dazu sagen wir auch später was. So, was war das jetzt hier? Das war der Supermarkt, der Supermarché. Der kommt in die Ecke. Es gibt einen Mangel an Obst. Wieso das denn? Oh, Gebäude wurden durch Brand zerstört. Oh nee, das wird nicht automatisch neu gemacht. Gebäude wieder aufbauen. Okay, kann man das kann man hoffentlich im richtigen Spiel. Und wenn ich es jetzt suchen würde und finden würde, was ich jetzt nicht mache, weil ich mich durch den Timer unter Druck gesetzt fühle, könnte man das sicher irgendwie auch verbessern. Oh, was haben wir denn hier? Mehrfamilienhaus, Klassen. Da wird noch gebaut. Der hat einen schönen Sandkasten auf dem Dings. Hier bauen sie sich Gemüse an. Haben so eine Sonnenbank. Cool. Okay. Einführung erneut starten. Nö, nö, nö. Brauchen wir nicht. Läuft doch alles mehr oder weniger. Ach so, apropos laufen. Müll haben wir, glaube ich, ein Problem mit wahrscheinlich, ne? Weil wir jetzt zwar Müllabfuhren haben, aber vermutlich der Müll nirgendwo hingefahren wird. Sekunde. Das war hier Müll und Entsorgungszone. Oh, die Ressourcen reichen schon wieder nicht aus. Naja gut, so haben wir eine kleine Entsorgungszone, die hoffentlich reicht. Und schon geht's los hier, ne? Das sind Müllabfuhren hier. Man kann es so schnell nicht erkennen irgendwie. Da passieren auch Sachen, werden viele, viele Sachen abgegeben. Jetzt sind plötzlich auch hier voll ausgelastet. Und, okay. Alles klar. Das geht aber richtig los hier. Oh je. Naja, gut, ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, weil sich der Müll gestaut hat, ne? Das ist vielleicht dann auch mit das Problem gewesen jetzt. So, Supermarkt Kaschmarek. Okay. So. Eine Minute haben wir noch. Was machen wir noch? Städtische Müllabfuhr? Nee. Nochmal einmal alles durchklicken, was wir noch nicht gesehen haben. Wir haben Bildung, haben wir noch nicht gesehen. Grundschule. Bauen wir. Stammt von direkt neben dem Supermarkt. Da können die direkt da ihre Energy-Drinks und Chips kaufen und sowas. So. Und Gesundheit? Arztpraxis. Hier, neben dem Büro, damit. Wir könnten bei der Stadtentwicklung schneller sein. Die Gebäude und deren Effizienz sind der Schlüssel für erfolgreiche Großstädte. Mir wurde von allen Bereichen weitreichende Verbesserungen verschiedener Gebäude bestätigt. Allerdings benötigen wir Ihre Hilfe. Wir werden Ihnen ab jetzt kleinere Aufträge anbieten. Können diese in einem gewissen Zeitraum erledigt werden, wird das Ihren Stadtfortschritt beschleunigen und zusätzliche Verbesserungen der Gebäude freischalten. Allerdings besteht hierzu kein Zwang. Schauen Sie es sich einfach mal an. Witzig finde ich irgendwie, dass im Text wird man geduzt, die Stimme siezt einen. So, es die Demo ist vorbei. Demo endet in 0. Ende der Demo. Okay, kann ich. Oh, jetzt, ja, alles klar. Ja, auf Steam-Wunschliste setzen, ja, oder? Beziehungsweise kauf's doch gleich. Ich weiß gar nicht, im äußeren Augenblick. Was ich sagen soll. Das scheint auf den ersten Blick, auch wenn ich die Bilder jetzt hier so sehe, die eingeblendet werden, ein sehr cooles Spiel zu sein. Also sowohl
die Tatsache, dass man da die Stadt bauen kann, als auch, dass man Rohstoffe managen kann, ist ein sehr cooler Ansatz, den es auch in dieser Zeitepoche, in Anführungszeichen, noch nicht gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, das ist neu, das gibt es noch nicht. Aber letztendlich ist Anno ja das Gleiche, nur halt in einem anderen Setting. Das ist ja hier im Grunde genommen gar nicht so viel anders. Sie haben eigentlich sich so die besten, für die besten Bestandteile beider Spiele, also City Skylines und Anno, einfach genommen und zusammengefügt. Was eigentlich eine brillante Idee ist, wo man sich schon fragt, warum ist da noch vorher keiner drauf gekommen? Es hat bis jetzt irgendwie noch nicht so richtig den Charme, würde ich mal sagen, von City Skylines. Also dieser, wenn man so auf die Stadt bei City Skylines runterguckt, dieser Wuselfaktor ist da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist irgendwie netter, aber ich weiß nicht warum, aber vielleicht ändert sich das auch noch. Ich muss für mich subjektiverweise sagen, ich mag auch mehr dieses amerikanische, diese amerikanische Optik der Stadt in City Skylines. Hier schien es mir jetzt mehr so europäisch geprägt zu sein, aber wenn ich die Screenshots hier jetzt gerade auf dem Bildschirm sehe, dann glaube ich, ändert sich das auch noch. Von daher, also es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Und ich überlege wirklich, das zu kaufen tatsächlich. Auch wenn so ein paar Sachen keinen Sinn machten, wie beispielsweise, dass die Sachen immer erst irgendwie zur Spedition gebracht werden und von der Spedition dann weiter zum nächsten Betrieb. Auch, dass die, was nicht so super schön war, dass die LKWs irgendwie davor hielten und nicht, das machen wir dann Obst, im Hintergrund läuft das Spiel weiter die ganze Zeit, dass die LKWs irgendwie immer nur so davor gehalten haben, nicht da reingefahren sind in die Betriebe, aber das ist, glaube ich, das muss man auch sehen, es ist halt kein AAA-Titel. Ne? Was aber leider so gar nicht ging, war diese komische Renneinlage, also dass man dann selber mit dem LKW da irgendwie von A nach B fahren musste als Auftrag. Das fühlte sich an wie so ein hingerotztes Rennspiel aus den 90ern, was du für 5 Euro in der Softwarepyramide kaufen konntest, so mehr oder weniger. Also so richtig schlecht, da frage ich mich auch, das gehört doch gar nicht zum Spielprinzip. Ich meine, Autos mit der Kamera zu verfolgen ist witzig, das gibt es ja in City Skylines auch. Das ist ja auch mit Teil des Charmes, das Wuselfaktor, habe ich gerade schon gesagt. So ein bisschen die Stadt aus der ja quasi näheren Perspektive kennenzulernen, ist schön und gut. Aber hier einfach durch die Gegend fahren zu können, durch Gebäude durchfahren zu können und sowas. Also wenn das jetzt ja besser gemacht gewesen wäre, dass ich auf der Straße bleiben muss, dass ich nichts anecken darf und sowas, aber dann wäre es ja schon wieder ein eigenes Spiel gewesen. Also ich kann nicht verstehen, warum jemand in so ein diese Genres da irgendwie unnötigerweise vermischt. Das fällt nur deswegen auf, weil es negativ ist. Wenn es nicht drin gewesen wäre, dieses Rennen, wäre es niemandem aufgefallen, niemand hätte es vermisst, aber so fällt es auf und es fällt leider nicht positiv auf, muss man sagen. Naja, aber ich finde den Ansatz total super und dass sie auch eine Demo rausgeben, ist natürlich super. Es ist jetzt gerade im Sale. Ich könnte mir vorstellen, das zu spielen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollen würdet. Denn ich mag, das ist ja hier ein Kanal, der sich mehr um Rollenspiele kümmert oder um Rollenspiele handelt, aber ich mag eben auch dieses Aufbausimulation. Das hier scheint auch recht relaxed zu sein irgendwie. Also ja, schreibt einfach mal, ob ihr euch das vorstellen könntet, dass ich das hier auf dem Kanal spiele. Gut, jetzt komme ich aber zu einem Ende. Wie gesagt, Hi-Rise City auf Steam, schon länger im Release, total an mir vorbeigegangen, sieht auf den ersten Blick richtig gut aus. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch euch ja, eine schöne Zeit zu wünschen, heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich jetzt auch wirklich mit einem Gruß, euer 80.